Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Mod, die Mod-Vorstellung im Farming Simulator. Ja, wir zeigen euch immer mal so Fun-Mods, wir zeigen euch mal ein paar skurrile, verrückte Mods, wir zeigen euch Skripte, welche die sehr nützlich sind, welche die aber vielleicht auch nicht so richtig funktionieren. Also wir testen da auch ganz viel und wir zeigen euch sogar Mods, die es im LS so nicht gibt, sondern nur bei uns. So, und den Mod gibt es aber im ganz offiziellen Mod-Hub runterzuladen. Videobeschreibung könnt ihr mal reinlesen. Da ist die Verlinkung zu dem Mod. Was haben wir heute? Nein, es geht nicht um den Massey Ferguson, weil der ist Standard. Ja, es geht hier hinten um die Kreiselecke. So, und die gucken wir uns natürlich erstmal wieder hier an. Es ist die Valentini Diablo Series. Und die gibt es natürlich im Shop dann ganz normal zu kaufen. Wir können die auch ein bisschen konfigurieren. Und zwar achtet mal hier hinten auf entweder die Walzen-Spikes oder die spiralförmige Walze. Oder wir können auch eine Sternpacker-Walze dazu machen. Ich habe mich jetzt mal für diese Sache entschieden, weil es irgendwie geil aussieht. Dann haben wir vorne noch, wer das möchte, einen Spurbrecher ja oder nein. Auch ich habe den Spurbrecher mal reingemacht und wir können natürlich das Design und damit die Arbeitsbreite verändern. Das ist einmal die Diablo 4000 und wir haben noch eine 5000er. Draußen, wie gesagt, am Traktor, also außerhalb des Shops, hängt jetzt die Diablo 5000. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich mit dieser Diablo denn arbeiten lässt. So, zuerst mal müssen wir den Traktor einschalten und dann klappen wir das Ding mal auf. Auch schön von der Animation her gesehen, ne? Also muss man wirklich sagen, das haben sie sehr schön gemoddet. Erst fährt die eine Seite, dann die andere Seite runter. Und wir müssen, das dürft ihr nicht vergessen, wir müssen das Ding auch anschalten. So, wenn ihr das anschaltet, dann seht ihr hier schon, bewegen sich die Zinken, die Messer, wie auch immer. Es kann losgehen. Wenn ihr das nicht macht, dann funktioniert das ganze Ding nicht. Gut, dann lassen wir es doch mal krachen. So, ihr habt natürlich auch eine sehr schöne Arbeitsbreite eigentlich, muss man sagen, für diesen kleinen, aber feinen Mod. Die Arbeitsgeschwindigkeit könnte ein bisschen höher sein, aber das ist wahrscheinlich sehr original, beziehungsweise sehr realistisch gemacht und daher finde ich es eigentlich schon wieder ziemlich gut. Man kann wirklich mit diesem Mod sehr, 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 sehr schön arbeiten und ich finde den wirklich ziemlich schön gemoddet, muss man wirklich zugeben. Also ihr seht, eine schöne Alternative zum Grubbern, wenn man so will. Wir können natürlich mal reingucken, das haben wir vergessen. Wie viel brauchen wir denn überhaupt Power dafür? Und zwar für die 4000er brauchen wir 140 PS und bei der 5000er wird sich's nicht groß. Na, das verändert sich schon. 160 PS. Ne? Das eine ist 5 Meter, das andere ist 4 Meter. Und ich würde euch auf alle Fälle immer empfehlen, hier vorne dran ein Gewicht dran zu machen. Weil das Ding ist doch schon ganz schön schwer hinten dran und braucht schon ein bisschen Power. Gut. Viel mehr gibt es zu dem Mod nicht zu erzählen. Wie gesagt, Verlinkung ist unten unter dem Video, in der Videobeschreibung. Ladet euch den Mod bitte immer original, denn wir sind gegen... Genau, wir sind gegen Modklau und deswegen immer bei den Originalen runterladen, wie hier im Mod-Hub. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut, lasst ein Däumchen da, wenn ihr mögt. Oder auch sehr gerne ein Abo, wenn ihr noch mehr von den Sachen sehen wollt oder auch skurrile Sachen mal sehen wollt. Bis dahin, tschüss und ciao.